Die Fahnder der Duisburger Vermisstenstelle suchen mit Hochdruck nach verschwundenen Menschen. Heute sind die Streifenbeamten Jan Yildiz und Hanna Held zu einem Fitnessstudio gerufen. Denn ein Elternpaar sucht dort seine essgestörte und Social-Media-süchtige Tochter. Hallo! Bleiben Sie bitte hier! Hallo, einmal rauskommen. Rauskommen bitte, hier vorne hinstellen. Kommen Sie zu mir. Einmal runterfahren bitte. Hallo. Was ist passiert? Gut, dass Sie da sind. Entschuldigung, Schatz. Sie haben leid. Sie gehen so miteinander um? Nein, er hat mir aus Versehen vor die Nase gehauen. Mensch, du hast es gar nicht mitgekriegt. Du hast mich voll gehauen. Wir suchen unsere Tochter. Ja, okay. Und wir denken, dass sie in diesem Fitnessstudio drin ist und die haben uns aber rausgeschmissen. Ich war gerade drin und dann kam ein Mitarbeiter und hat mich des Hauses verwiesen. Ich habe gar nichts gemacht, ich wollte nur unsere Tochter finden. Und er sagte mir, die ist dort nicht aufgetaucht heute. Und sie ist jeden Tag da. Ja. Sie ist aus dem Haus gegangen. Wie heißt denn ihre Tochter? Nika. Meine Tochter heißt Nika und die ist 17. Und die ist den ganzen Tag hier und die hat einen Arzttermin jetzt eigentlich gehabt. Und ja. Und da ist sie nicht erschienen. Sie ist körperlich momentan etwas angeschlagen. Etwas angeschlagen, Heiko? Lass mich aussehen. Meine Frau übertreibt da ein bisschen. Du weißt das. Die Nika ist heute Morgen schon wieder umgekippt und war kurz ohnmächtig. Und das war letzte Woche schon mal. Ja. Und das ist nicht normal für eine 17-Jährige. Und Sie erzählten gerade aber auch, dass sie nicht beim Arzt. Sie hatte einen Arzttermin, aber wer nicht. Arzttermin und den habe ich extra ausgemacht, weil es ihr nicht gut geht. Und ich wollte, dass er sie zum Psychologen überweist. Und da ist sie aber heute Morgen ausgerastet. Und deshalb ist sie halt auch abgehauen. Okay. Und irgendwas stimmt da nicht. Die hat abgenommen total. Die folgt solchen auch hier im Internet, solchen Models, die total dünn sind. Mhm. Und das ist nicht mehr normal. Vielleicht ein bisschen zu wenig. Macht viel Sport und dann passiert das. Ich finde es traurig, wenn junge Leute ein Schönheitsideal verfolgen, was sie durch die sozialen Medien vorgespielt bekommen und dadurch ihre eigene Persönlichkeit verlieren. Absolut. Also als Mann kann man noch mal dazu sagen, Frauen und Mädels, ihr seid so schön, wie ihr seid. Hört auf, irgendeinem Schönheitsideal hinterherzurennen. Hanna, ich gehe einmal kurz rein. Ja. Ich schaue dann einmal mal, ob sie halt wirklich da ist. Haben Sie ein Foto bitte von ihrer Tochter? Was hat sie denn angehabt? Immer Sportklamotten, immer weite Sportklamotten. Wie sahen sie aus? So ein rosa Oberteil und so eine graue Jogginghose. Okay, Hanna, ich bin dann einmal kurz drin. Ja, und guck einmal, wenn was sein sollte, komme ich raus. Die Eltern haben so aufgeregt nach ihrer Tochter geschrien, dass sie des Fitnessstudios verwiesen wurden. Hat Nika zu viel Sport gemacht, um so schlank zu werden wie ihre heißgeliebten Vorbilder aus Social Media und dann das Bewusstsein verloren? Was der Beamte und die Studioinhaberin neben einem Sportgerät finden, macht allen Sorgen. Kurze Sachverhaltsveränderung, Hanna, auch für uns. Das ist das Handy. Ja, darauf wollte ich jetzt nämlich zu sprechen kommen. Und zwar, ihre Tochter hat sich vor 2 Stunden hier eingeloggt. Das Problem ist, sie hat sich nicht ausgeloggt. Des Weiteren habe ich dieses Handy gefunden. Sie haben es jetzt bestätigt. Genau. Und 15 Anrufe von Mama. Sie sagten uns gerade, sie wurden rausgeschmissen. Wer arbeitet denn noch hier? Haben Sie einen Namen für uns? Mein Mitarbeiter, Malte Pinters. Okay, ja, und der ist jetzt wo? Der ist jetzt gerade in Pause gegangen, der ist in die Stadt gefahren. Aber der hat auch gesagt, dass sie gar nicht hier gewesen ist heute. Ja, genau. Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, genau. Und deswegen nur noch mal eins nach dem anderen. Also ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, weil Sie auch gerade sagten, ihr geht es gesundheitlich nicht so gut. Frau Neumann, noch mal für Sie, wie wir es gerade besprochen haben. Wir brauchen unbedingt die Videos von der Überwachungskamera. Ja? Die Geschäftsführerin Frau Neumann hat uns hier bei der Durchsuchung geholfen. Natürlich dürfen wir Polizeibeamte, wenn eine Person vermisst wird, die Räumlichkeiten auch durchsuchen. Weiterhin wird Frau Neumann uns die Überwachungsvideos zur Verfügung stellen. Und wir hoffen uns, dadurch Informationen zu bekommen. Das Foto einmal umgehend an unsere Kollegen weiterschicken. Wir fahren jetzt zur Wache. Sie kommen selbstständig auf uns zu. Wenn Sie noch was haben, bitte bei uns melden, weil wir müssen jetzt unbedingt Ihre Tochter finden. Ja? Okay, alles klar. Vielen Dank. Sehr leid, dass ich rausschmeißen musste. Es ging leider nicht anders. Ja, jemand hat so rumgebrüllt, wir mussten ihn rausbringen. Tut mir leid. Danke nochmal, Frau Neumann. Ne? Dankeschön. Schönen Tag Ihnen noch. Tschüss. Ist Nika wieder in Ohnmacht gefallen? Hat die Schülerin sich dabei verletzt? Da die psychisch labile Tochter ohne ihr geliebtes Handy unterwegs ist und das auch noch im geschwächten Zustand, leiten Kriminaloberkommissar Bora Aksu und seine Kollegen sofort die Suche ein. Genauso wichtig ist es den Fahndern, die Eltern des Social-Media-Fans zu beruhigen. Wir haben auf jeden Fall alle Krankenhäuser schon in Kenntnis gesetzt darüber, dass wir die Nika suchen. Sie ist dort bis jetzt noch nicht aufgeschlagen, aber falls sie auftauchen sollte in einem dieser Krankenhäuser, dann geben die uns auf jeden Fall Bescheid. Dass Kinder oder Jugendliche nach einem Streit mit den Eltern mal kurz verschwinden und nach wenigen Stunden wieder auftauchen, das ist völlig normal und auch üblich. In diesem Fall haben wir die Situation, dass die Nika gesundheitliche Beeinträchtigungen hat, schon mehrfach in Ohnmacht gefallen ist. Und deswegen ist es wichtig für uns, so schnell wie möglich die Nika zu finden, denn sie hat auch ihr Handy nicht dabei und kann keine Rettungskräfte alarmieren, falls es ihr mal schlecht geht.
Haben Sie in der Zwischenzeit schon versucht, irgendwelche Freunde, Bekannte anzurufen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon alle Freundinnen angerufen und die haben alle gesagt, dass sie nirgendwo ist und die auch nichts wissen. Und ja, und erreichbar ist sie auch eh. Ohne ihr Handy geht sie normalerweise nirgendwo hin, noch nicht mal zur Toilette. Mhm. Oh no. Also, das Verhältnis ist ganz in Ordnung. Ja, wir sind eine ganz normale Familie. Dass es da schon mal zu Reibereien kommt. Unsere Tochter ist ein typischer Teenager und ja, dass ihr mal aneinander geratet, ist ja auch normal. Mensch, nein, Heiko, das ist nicht normal. Die hat in ganz kurzer Zeit hat die mindestens 10 Kilo abgenommen. Du kriegst es doch gar nicht mit, du bist doch gar nicht zu Hause, wenn die vorm Spiegel steht und sich zu fett findet. Hallo? Darum habe ich doch den Termin beim Arzt ausgemacht. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich möchte, dass der Arzt sie zum Psychologen überweist. Zum Psychologen? Du schießt wieder völlig über das Ziel hinaus. Nein. Da haben wir es doch. Unsere Tochter braucht doch keinen Psychologen. Sie ist ein typischer Teenager. Heiko, das verstehst du nicht. Heiko, die hat ein ernsthaftes Problem und ich spüre das, dass da was nicht in Ordnung ist. Ich mache mir einfach total Sorgen. Der Kripo-Beamte hält sich an die Fakten. Seit Nika auf den sozialen Medien unterwegs ist, hat sie so massiv abgenommen, dass ihr Kreislauf zusammenbricht. Das könnte für den beeinflussbaren Teenager lebensbedrohlich enden. Das Überwachungsvideo, das Bora Aksu soeben erhält, alarmiert den Ermittler. Ja, das ist in dem. Das ist der Eingangsbereich, nehme ich an, genau. Ja, was machen die denn da? Das ist Nika. Das ist Nika, ja? Ja, die flippt gerade total aus. Mensch, der uns rausgeschmissen hat heute. Das ist der Herr Pinters? Ja, der behauptet hat, unsere Tochter wäre nicht da gewesen. Wenn das von heute ist, dann hat er uns doch total angelogen. Was machen die denn da? Ja, das ist natürlich sehr interessant. Also jetzt haben wir erfahren, dass die Nika heute Morgen tatsächlich dem Herrn Pinters begegnet ist. Und der hat felsenfest behauptet, sie heute nicht gesehen zu haben. Sie scheint irgendwelche Schwierigkeiten zu haben, womöglich Magersucht. Ich weiß es nicht, aber ich werde die Kollegen jetzt auf jeden Fall noch mal dahin schicken, damit sie sich den Herrn Pinters vornehmen und mal dazu befragen, was heute Morgen da passiert ist in dem Streit. Warum lügt der Fitnesstrainer Herr Pinters? Und was ist nach dem Streit mit ihm und der vermissten Nika passiert? Für die Ermittler ist die Lüge des Sportlers ein Zeichen dafür, dass er etwas im Schilde führt. Okay. Ich hoffe, dass er hier ist, ne? Ach, komm. Die Pause wird vom Allgemeinen. Komm mal bitte. Hallo, schönen guten Tag. Herr Malte Pinters? Ja, richtig. Wir hatten mal ein, zwei Fragen. Sie kennen die Nika Faber? Weiß ich jetzt nicht, aber ich habe auch gar keine Zeit. Ich Herr muss Pinters, los, eine Pause. Wir haben Pinters, die Fragen. Pinters, drehen Sie sich einmal bitte ganz kurz um. Sie bleiben da einmal bitte stehen. Wenn die Polizeibeamten Sie ansprechen und Fragen haben, nicht einfach weggehen. Wirft ein falsches Bild. Ja, ich habe es echt eilig. Okay. Das mit Ihrer Chefin haben wir geklärt. Die weiß, dass wir hier sind und die weiß auch Bescheid. Also haben Sie die Zeit für uns. Herr Pinters, eine kurze Frage. Warum sagen Sie den Eltern von der Nika, dass die Nika hier gar nicht war, wir aber wissen, dass die Nika hier in dem Fitnessstudio heute war? Weil sie nicht da war. Ach. Die hat sich aber eingeloggt. Das ist schon mal der erste Beweis dafür. Nicht nur das. Ich zeige Ihnen jetzt auch noch mal gleich was. Und zwar, wir haben nämlich Videomaterial sichten können. Und da sieht man, dass Sie sich mit der Nika streiten. Wollen Sie was dazu sagen? Was ist denn Videomaterial? Meine Chefin hat mir selber gesagt, dass Sie Attrappen sind. Ach so, Attrappen. Ja, dann würde ich Ihnen gerne einmal kurz zeigen, was die Attrappen heutzutage alles so können. Ja? Die Beamten nehmen den Trainer in die Mangel. Auf der Wache bemerkt Bora Aksu, dass Nikas Mutter noch mehr auf dem Herzen hat. Die hat sich total verändert. Kommt auch gar nicht mehr an sie ran, man kommt auch gar nicht mehr ins Zimmer rein, das ist immer abgeschlossen. Ja, das ist so normal, dass das Zimmer abgeschlossen ist. Das ist im Teenageralter, so habe ich auch gemacht. Also, du überziehst total. Ja, Frau Faber, Sie machen mir gerade den Eindruck, als möchten Sie gerne noch was dazu sagen. Gibt es da noch irgendetwas, was Sie uns berichten wollen? Nichts mehr. Ja, die. Ich mache mir halt so Sorgen. Und ich habe gedacht, als die Nika letztens nicht da war, dachte ich, die ist beim Sport und habe mich einfach in ihrem Kinderzimmer ein bisschen umgeguckt, einfach um zu sehen, ob mir irgendwas auffällt. Wie, du hast darin rumgeschnüffelt? Ja, danke, das hat mir deine Tochter auch schon erklärt. Das darf doch nicht wahr sein. Das ja, die hat sich halt total aufgeregt, was ich in ihrem Zimmer mache, ob ich rumschnüffeln was würde. Und seitdem, du denn? Seitdem hat die halt total zugemacht. Dass die Mutter hier in diesem konkreten Fall im Zimmer so ein bisschen geschnüffelt hat, um nach Hinweisen zu suchen, um das Verhalten ihrer Tochter sich so ein bisschen zu erklären, finde ich hier sehr fürsorglich und auch nicht wirklich verwerflich. Warum war die sportsüchtige Tochter so wütend auf ihren Trainer? Ich denke mal, sie werden sich auch selber wiedererkennen, oder? Warum ging es denn hier bei dem Streit immer um den Rucksack?
Die Nika hat doch immer nach dem Rucksack gegriffen. Nee, Quatsch, die hat mich nur festgehalten. Ja? Weil ich keine Sicher? Lust hatte, mit dir zu reden. Die wollte als Trainingsstunden haben, aber ich hatte dafür echt keine Zeit. Herr Pinter? In Trainingsstunden macht die so einen Aufriss. Einmal den Rucksack. Herr Pinter, einmal den Rucksack nach vorne, weil sie verstecken ihn auch die ganze Zeit. Legen Sie den einmal nach vorne. Herr Pinter! Geben Sie mir bitte den Rucksack. Hier. Sie möchten doch, dass wir hier den ganzen Sachverhalt aufklären, richtig? Und wenn Sie mit der Sache nichts zu tun haben, einmal den Rucksack hergeben. Danke. Wenn wir den Verdacht haben, dass wir in dem Rucksack Beweismittel finden, können wir natürlich den Rucksack öffnen. Das ist Gefahr im Verzuge hier in diesem Falle. Und den richterlichen Beschluss würden wir auch im Nachhinein bekommen. Ach, warte mal. Mach ich direkt ein paar Fotos von. Das sind einfach nur ein paar Vitamine, die vertreibe ich hier die ganzen Mädels. Das werden wir gleich feststellen, ob es dann nur Vitamine sind. Unsere Kollegen können es nämlich relativ zügig prüfen.